Der gesamte Sauerstoff in unserer Atmosphäre ist entstanden in einem seit Jahrmillionen andauernden Kreislauf aus Photosynthese und Atmung. Nichts geht verloren. Es ist der gigantischste Recyclingprozess unseres Planeten. Wer in den Wald geht, spürt es instinktiv. Dies ist ein guter Ort zum Atmen. Waldluft ist besonders sauber. Sie enthält rund 90% weniger Stäube als Stadtluft. Die Blätter und Nadeln filtern Staub und Schadstoffe aus der Luft, nehmen Kohlendioxid auf und produzieren Sauerstoff. Eine Buche setzt im Jahr 4,6 Tonnen Sauerstoff frei. Das reicht einem Menschen, um 13 Jahre lang durchzuatmen. Das tiefe und ruhige Einatmen bei einem Waldspaziergang aktiviert den Parasympathikus, den Bereich des Nervensystems, der für Erholung und Regeneration verantwortlich ist. Und das senkt ganz nebenbei den Blutdruck und die Herzfrequenz. Thomas Löw, Chefarzt der psychosomatischen Abteilung der Klinik Donaustauf in Bayern, erforscht den Atem seit 25 Jahren und hat seinen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System und unser Gehirn nachgewiesen. Auch die würzige Waldluft hat es in sich. Ätherische Öle strömen aus Nadeln, Blättern und der Borke. Diese Terpene dienen den Bäumen als Kommunikationsmittel und sollen Schädlinge fernhalten. Für menschliche Nasen duften sie intensiv und wohltuend. Besonders die Öle der Nadelbäume haben sich schon lange als Hausmittel bei Atemwegserkrankungen bewährt. Terpenhaltige Luft soll aber auch die Abwehrkräfte stärken. Lässt sich das wissenschaftlich nachweisen? In Tokio ist Cheng Li, Professor an der Nippon Medical School, sogar überzeugt, dass Waldluft das Krebsrisiko senken kann. Er gilt als einer der bekanntesten Waldmediziner der Welt. Shinrin-yoku, das Baden im Wald, ist in Japan eine anerkannte Therapieform und sogar Teil der staatlichen Gesundheitsvorsorge. Zwei Nächte im Wald stimulieren die natürlichen Killerzellen so sehr, dass der Effekt eine Zeit lang anhält. Von 7 Tagen bis zu einem Monat. Cheng Li leitet einen eigenen Forschungsbereich für Waldmedizin. In einer Blindstudie hat er die Wirkung eingeatmeter Terpene auf unser Immunsystem nachgewiesen. Seine Forschungsgruppe quartierte 12 Probanden in ein Hotel ein und verströmte nachts eine Mischung der häufigsten Waldterpene, allerdings nur in einigen Zimmern. In den Blutproben dieser Probanden entdeckten sie eine deutlich erhöhte Anzahl und Aktivität der natürlichen Killerzellen. Mein Experiment hat gezeigt, dass die Terpene Immunzellen wie die natürlichen Killerzellen stimulieren und das verstärkt die Wirkung der Immunfunktion. In der Natur ist die Wirkung der Terpene noch viel intensiver als im Versuchsaufbau. Das Atmen von Waldluft stimuliert genau die machtvollen Immunzellen, die nicht nur Krankheitserreger, sondern auch potenzielle Tumorzellen bekämpfen. Wir schließen daraus, dass Sie als Waldbesucher Ihr Krebsrisiko vermindern können, indem Sie die Aktivität der natürlichen Killerzellen steigern. Cheng Li hat in einer weiteren Studie nachgewiesen, dass schon regelmäßige Waldspaziergänge von einer halben Stunde die Abwehrkräfte nachhaltig stärken. Denn alles, was wir einatmen, hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit.